Die Kieler Woche ist im vollen Gange und dabei ist sie noch nicht mal eröffnet. Solche Skurrilitäten gibt es eigentlich nur hier oben im hohen Norden, aber das mit der Eröffnung, das holen wir heute ja nach. Weil heute ist der 20. Juni 2015, Samstag, damit ein Tag, der pickepacke voll ist mit allem Möglichen, was die Kieler Woche einem so bieten kann, inklusive eben Eröffnung. 10 Uhr geht schon los, da beginnt nämlich das 45. internationale Kanu-Polo-Turnier an der Kiellinie Süd. Sprich, auf dem Wasser wird Kanu-Polo gespielt, wie schon in den Jahrzehnten zuvor. Um 11 Uhr eröffnet auf der Krusenkoppel die Spiellinie. Diesmal unter dem Motto in 9 Tagen um die Welt. Also nicht wundern, wenn die Kinder dann erstmal für den Rest der Woche weg sind. Die hämmern nur. Sie kommen ja, weil es rund geht um die Welt, am Ende ja wieder da an, wo sie gestartet sind. Um 12 Uhr gibt es Kieler Uni Live. Auch das ist ja seit einigen Jahren jetzt an der Kiellinie Süd im Zelt angesiedelt. Da kann man jeden Tag eine Sprache lernen. Innerhalb einer Stunde werden sie perfekt Niederländisch können. Ob das wirklich eingehalten wird, schauen wir mal. Ein Blitzsprachkurs ist es auf jeden Fall. Um 16 Uhr gibt es dort auch zum Beispiel noch eine Science-Show mit jungen Wissenschaftlern. Auch dazwischen viele wissenschaftliche Dinge. Um 12 Uhr auch kann man hier draußen tatsächlich mal segeln sehen. Draußen heißt hier am Bootshafen, da gibt es eine große Leinwand. Der ein oder andere informierte Kieler Woche-Kenner weiß ja, während der Kieler Woche wird auch gesegelt. Und das kann man jetzt sogar sehen in der Innenstadt auf großer Leinwand um 12 Uhr. Um 12 Uhr auch eine Airshow mit Flugmodellen auf dem Nordmark-Sportfeld. Open Ship öffnet um 13.30 Uhr im Tirpitzhafen. Um 14 Uhr gibt es dann Free Fun Sport hier im Bootshafen. Was bedeutet, man kann alles Mögliche an trendigen Wassersportarten irgendwie ausprobieren. Aber um 14 Uhr geht es erstmal da los und 18 und 23 Uhr ist dann der Ocean Jump. Das heißt, dann geht es eine große Rampe runter. Dann wird dort auch gewedelt, gewatt auch immer. Das Ganze auch hier im Bootshafen und nicht eben, das ist neu, drüben im Germaniahafen. 18.30 Uhr ist Kinderdisco und Feuerwerk im City-Park-Bereich im Schlossgarten. Und um 19.30 Uhr gibt es dann die große Eröffnung auf dem Rathausplatz mit unserem Ministerpräsidenten Albig, mit Oberbürgermeister Kämpfer und mit Tatortkommissar Axel Prahl. Der hat übrigens eine ganze Menge zu tun, da kommen wir gleich noch zu. Erstmal kommt um 19.45 Uhr nämlich Achim Reichel dann und singt auf dem Rathausplatz. Zum Beispiel kennt man ja von ihm Aloha Heahe, der Spieler, oder auch Kuddeldaddeldu, nicht zu verwechseln mit Kuddeldaddel und wie immer von THW Kiel. Axel Prahl wird das nicht mehr mitkriegen. Der muss nämlich ganz schnell rüber zur gewaltig leise Bühne an der Krusenkoppel. Da muss er nämlich um 20.30 Uhr schon auftreten. Im Kieler Woche Musikzelt, dort an der Revenlohwiese, gibt es um 21.30 Uhr die Red Hot Chili Peppers. Nicht zu verwechseln mit den Red Hot Chili Peppers. Das hat schon einige verwirrt. Die hier auftreten, die spielen Dudelsack. Also nicht wundern. NDR bietet auf der NDR-Bühne am Ostseekai bzw. am Kreuzfahrtterminal Tiffany um 20 Uhr. Die waren früher immer irgendwie nur donnerstags, jetzt auch mal am Samstag. Immer mal was Neues. Im City-Park-Bereich, sprich im Ratsdienergarten, gibt es Büro am Strand. Deutsche Kieler Rebbe um 20 Uhr. Die sind wirklich witzig und haben auch durchaus Ambitionen, mal mehr zu machen als nur Kieler Woche. Hörnbühne, wieso nur? Das ist das Sprungbrett überhaupt. Hörnbühne bietet auch was. Da gibt es nämlich um 19 Uhr Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe und um 22 Uhr Lotto King Karl. Den kennt man ja als Fan zum Beispiel vom HSV, dem Zweitligisten der Herzen. Und um 22.30 Uhr dann Nightglow auf dem Nordmark-Sportfeld. Da werden Ballons beleuchtet im Takte der Musik mit Flammen, wenn das Wetter hält. Und dann gibt es auch noch ein Feuerwerk. Schöner kann es nicht werden, höchstens morgen. Und was da noch schöner sein kann, das hören wir dann auch morgen. Bis dahin alles Gute und tschüss.